Individuell unterwegs, der Freizeitpodcast. Folge 2, auf das Hochstöckl. Ja, hallo lieber Podcast-Hörer. Ich bin heute unterwegs in meiner Heimatgemeinde Breitenfurt und mache eine kleine Runde um den vorderen und hinteren Steingrabenberg. Und dann wird es weitergehen hinauf aufs Hochstöckl und von dort dann wieder zurück über den vorderen Steingrabenberg wieder nach Hause. Ja, ich bin jetzt gerade unterwegs auf der Forststraße unterhalb des vorderen Steingrabenbergs, marschiere gerade Richtung Labenwalde. Und ja, gutes Wetter heute, blauer Himmel mit ein paar Wolken, momentan so ungefähr minus 2, minus 3 Grad. Noch liegt ein bisschen Schnee, der vor 2 Tagen gefallen ist, aber das wird sich dann wohl auch in den nächsten Stunden, spätestens morgen dann, erledigen. Ja, ich werde jetzt mal Richtung Lab marschieren und mich dann später nochmal melden. So, da bin ich wieder. Bin jetzt in Lab angekommen, stehe gerade oberhalb des Klosters. Es geht ziemlich der Wind, wie man wahrscheinlich am Mikrofon auch hört. Und ja, werde jetzt dann gleich von dieser Vorstraße abbiegen auf eine andere Richtung Hochstöckl. Und ja, noch kurz der Blick aufs GPS. Ich habe jetzt die ersten 3 Kilometer ziemlich genau hinter mir. Ja, und jetzt geht's weiter Richtung Hochstöckl. Und ich werde mich dann später wieder melden. Kurzer Zwischenbericht. Bin jetzt auf der blauen Markierung entlang gegangen bis zu einem kleinen Gedenkkreuz für einen gewissen Rudi Buntigam, der sich vor einigen Jahren hier an dieser Stelle das Leben genommen hat, und werde jetzt hier die blaue Markierung auch verlassen und rechts abbiegen, weiter Richtung Hochstöckl. Da bin ich wieder. Ich bin jetzt am Hochstöckl herum, habe also den höchsten Punkt meiner Tour erreicht und habe jetzt auch schon immerhin gute 5,5 Kilometer hinter mir. Ja, das letzte Stück war jetzt ziemlich gatschig. Es dürfte also wärmer werden, auch wenn momentan sich die Sonne unter dichten grauen Wolken versteckt hält. Aber so ein paar Sonnenstrahlen leuchten dazwischendurch noch durch die Wolken hervor. Und die werde ich jetzt natürlich auch mal fototechnisch ein bisschen festhalten. Ich hoffe, dass das rauskommt. Aber wahrscheinlich eher nicht. Aber das werden wir dann sehen. Ja, nachdem es da oben zwischendurch immer wieder ganz schön windig ist, werde ich mich wahrscheinlich nicht allzu lange da herum aufhalten, sondern werde mich dann wieder auf den Weg zurück machen. Und der Weg wird mich jetzt dann ein kurzes Stück durch die Siedlung am Sperrberg führen.
und dann wieder hinunter auf die Borststraße mit der blauen Markierung. Und dann am hinteren und vorderen Steingrabenberg vorbei, wieder ab nach Hause. Ja, das soll es jetzt mal vom Hochstöckl gewesen sein. Auf die Bank, die da steht, werde ich mich nicht setzen, dafür ist es einfach zu kalt und zu windig. Und ja, jetzt werde ich mich erstmal wieder auf den Weg machen und werde mich dann später nochmal melden. Die Speerbergsiedlung habe ich jetzt mittlerweile hinter mir gelassen und bin jetzt gerade wieder auf die blaue Markierung getroffen und werde dann jetzt diese Markierung folgen und dann weiter wieder zum hinteren Steingrabenberg und von dort dann weiter auf den vorderen Steingrabenberg und dann wieder nach Hause. Es kommt jetzt gerade auch die Sonne wieder heraus, zumindest für einen kurzen Moment. Sie wird dann wahrscheinlich nachher gleich wieder hinter den Wolken verschwinden. Aber man merkt, sobald die Sonne heraus ist, ist die gefühlte Temperatur gleich mal wieder viel höher, um einige Grad. Ist richtig schön. Ja, es liegt immer noch ein bisschen Schnee, aber dem geht jetzt langsam aber sicher an den Kragen, überhaupt wenn jetzt die Sonne wieder herauskommt. Und ich merke gerade, ich habe mal wieder meine Sonnenbrille nicht mit. Aber auch nicht weiter schlimm. Jo, ich marschiere jetzt mal ein bisschen weiter und werde mich dann später wieder melden. So, mittlerweile bin ich wieder beim Steingrabenberg angekommen und gehe auch gerade durch den Steingraben und an einem kleinen Bach entlang. Ich hoffe, man hört das auch. Und ja, mittlerweile merkt man, es wird wirklich wärmer. Da ist jetzt die Vorstraße ganz schön nass und kommt auch immer wieder die Sonne zwischen den Wolken jetzt hervor. Also ich denke, schon langsam werden die Wolken dann wirklich aufreißen und den im Wetterbericht versprochenen strahlend blauen Himmel endlich freigeben. Ja, der Blick aufs GPS sagt knappe 9 Kilometer. Und eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 4 Kilometern pro Stunde ist jetzt dafür, dass ich eigentlich ganz gemütlich gehe, ganz in Ordnung. Und ich komme jetzt wieder in eine kleine Siedlung. Da werde ich mich aber dann gleich wieder verabschieden. Okay. Fahrt jetzt ein Auto in die Forststraße, das muss es natürlich auch sein. Zwei Traktoren hatte ich ja schon. Scheinbar sind sie jetzt alle unterwegs zum Holz holen. Naja, auf jeden Fall werde ich die kleine Siedlung jetzt nur streifen. Dann gleich wieder in den Wald abbiegen. Und dann zum vorderen Steingrabenberg gehen. Ja, und schon langsam nähe ich mich wieder meinem Zuhause.
Mittlerweile bin ich am vorderen Steingrabenberg wieder angekommen. Und jetzt merkt man wirklich schon den Frühling. Also die Vögel sind heraus und zwitschern. Der Boden ist sehr nass. Und auch die Temperaturen sind mittlerweile schon um ein paar Grad gestiegen. Ja, jetzt kann es eigentlich nur mehr besser werden. Und ja, ich hoffe, man hört im Mikrofon. Ich begleite wirklich Vogelgezwitscher an jedem Eck und End. Und jetzt komme ich hier nochmal an einem kleinen Bach vorbei. Und werde jetzt die letzten 1-2 Kilometer bis nach Hause hinter mich bringen. Ja, mittlerweile ist es kurz nach 1. Und jetzt freue ich mich dann schon auf ein Mittagessen. Aber am Ende der Tour melde ich mich dann nochmal. So, jetzt lege ich die letzten Meter auf meiner Tour zurück. Zum Abschluss kommt auch nochmal die Sonne heraus. Die Kapuze habe ich auch schon längere Zeit jetzt herunten. Ein paar Frühlingsboten konnte ich auch fotografieren. Eine super schöne Tour. Und ja, sind in Summe knapp 11 Kilometer. Und ja, ich melde mich dann, wenn ich zu Hause bin. So, mittlerweile bin ich wieder daheim. Mittagessen habe ich auch schon hinter mir und habe mir gerade die Streckenauswertung von meinem GPS angeschaut. Es waren 10,5 Kilometer, 350 Höhenmeter und circa 2,5 Stunden war ich unterwegs. Den Track verlinke ich euch dann auch noch in den Shownotes. Ja, eine super schöne Tour und vielleicht hat ja mal der eine oder andere von euch Zeit, Lust und Laune, sie auch zu gehen. Jetzt bleibt mir eigentlich nur mehr zu sagen, ciao, servus, bis zum nächsten Mal, euer Chris. Individuell unterwegs ist eine Produktion von Reisen, Wandern, Tauchen. Reisen-Wandern-Tauchen.at